Wellentaten. Herzlich willkommen zu Rumble. Wir sind heute in Wilhelmshaven auf zwei Bühnen, wo ganz viele unterschiedliche Menschen, kluge Menschen sagen, wie sie sich die Zukunft vorstellen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir blicken auf KI natürlich, wir blicken auf die Zukunft der Ernährung, wir blicken auf die Zukunft der Bildung, wir blicken auf die Energiewende, wir blicken auf Hafenwirtschaft, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass so viele Leute wie hier anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie sieht es in 5 oder in 10 Jahren aus. Und ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil die meisten hier, und da stelle ich mal, wollen, dass Deutschland auch in 10 und in 15 Jahren noch ein wohlhabendes Land ist. Aber damit das so ist, müssen wir den Wandel durch und mit künstlicher Intelligenz richtig hinbekommen. Ich finde, dass gerade diese Themen, wenn es um Zukunft geht, um aktive Zukunftsgestaltung, oftmals viel zu kurz kommen. Also ich bin ja jetzt von der politischen Seite her und auch wir beschäftigen uns ganz viel mit gegenwärtigen Themen, auch mit zurückgewandten Themen. Und deswegen sprechen wir ganz wenig darüber, wie wir aktiv Zukunft gestalten können. Dabei ist doch die Zukunft alles, was wir haben. Es wird sehr viel nach hinten geschaut über Studien und wir reden sehr stark über Wissen, also was wir über die Vergangenheit wissen. Deswegen sind Zukunftsforen oder Zukunftsveranstaltungen wichtig, dass wir uns selbst auch überlegen, was glauben wir, wird in 5 oder 10 Jahren passieren. Wenn wir gestalten wollen, brauchen wir Informationen. Und das, was dieses Festival macht, ist, es gibt verschiedene Perspektiven, wie Zukunft aussehen könnte. Es zeigt uns, dass es uns gut tut, out of the box zu denken. Es ist eine super inspirierende Atmosphäre. Es kommen ganz viele unterschiedliche Menschen, verschiedene Meinungen, verschiedene Haltungen, verschiedene Herkünfte und Branchen, die hier bei so einem schönen Familientreff zusammenkommen. Also es macht richtig Spaß, hier zu sein. Die Stimmung ist gut, viel positiver als was man über die letzten Monate und Jahre auch in Deutschland erlebt. Es wird viel gejammert, aber hier möchten Menschen auch Zukunft gestalten. Ich nenne das Zukünften und das finde ich sehr, sehr ausgeprägt an dieser Veranstaltung. Wir möchten Lust machen auf Zukunft. Wir möchten Menschen sensibilisieren dafür, dass da was Gutes vor uns liegt, wenn wir es anpacken und wenn wir die Zukunft so gestalten, dass sie für uns gut wird.